Ich hab Merzi gezogen! Moin, moin meine aktiven Freunde und herzlich willkommen. Heute mal wieder ein Ründchen Black Ops 1. Das letzte Video am Dienstag ist super bei euch angekommen. Und heute spielen wir eine Runde frei für alle. Ja, auf der Map Radiation ist auf jeden Fall eine nice Map, gerade auch für frei für alle. Ja, und ich hoffe, dass wir hier was reißen. Also erster Platz ist eigentlich das, was wir uns hier erhoffen. Ich hoffe, euch geht's gut. Und ja, vielleicht habe ich ja den einen oder anderen von euch auch schon auf der Gamescom getroffen. Schauen wir mal, ich habe natürlich ein bisschen vorproduziert, ist klar. Und ja, ich würde sagen, let's go. Wenn jetzt nicht die Ladezeiten so minus wären. Komm, 1, 2, 3, let's go, 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 go. Jawohl. So, was spielen wir denn hier? Aug nicht, Galil nicht, AK nicht. Komm, die MP5K. Probieren wir mal aus. Hoppala. So, wie die Gegner sind, habe ich jetzt noch nicht so geguckt. Ne, die MP5K war eine falsche Klasse. Einfach aus dem Grund. Hier habe ich, ach doch, hier habe ich doch Bewegungsmelder drin. Frei für alle brauchst du Bewegungsmelder. So, jetzt wird's kritisch. 1, 2, 3. Ja. Oh. Guck mal, ich habe jetzt schon keine Muni mehr. Ach, super, Alter. Ich hebe eine Pistole auf für eine Pistole. Ja, moin. Hui. Hui. Ne, ne, ne. Wir werden uns hier richtig schön warm halten. Na komm. Zeig dich. Ey! Wo hat der denn da rumgeschimmelt? Belastend. Ja, nochmal machst du es nicht. Hier ist noch einer. Wo sind die Schlängel? So, also Streaks wären schon nice. Muss nicht sein. Ich will einfach nur den ersten Platz erreichen. Letztendlich in Frei für alle will man immer gewinnen. Ist einfach so. Ich könnte mal die Waffe aufheben. Oh. Wo ist er? Oh mein Gott, mein Aim. So, der kann jetzt hier spawnen. Ne, doch nicht. Das mache ich nicht. Das war knapp. Ich will es mal so formulieren. So. Oh. Das war auch schlecht gemacht von mir, aber manchmal, du willst gerade nachladen. Ich glaube, ich wollte gerade nachladen, sicher bin ich mir gar nicht mehr. Du willst gerade nachladen und hast einfach keine Zeit dann irgendwie. Ja, doof gelaufen. Dann machen wir es einfach so. Er ist da noch drin. Ich habe gar keine Blendgranate. Hat er sich so gedacht. Hat er sich so gedacht. So, da oben kommt einer. Hey, der hat mich jetzt... Der fuckt ab. Der hat auch ein bisschen Hände. So, auf ein neues hier oben in der Bude. Oh, jetzt hat er meinen Bewegungssensor kaputt gemacht. Woher willst du denn wissen, dass da jetzt auf einmal noch einer ist? Naja, den Sieg werden wir hier easy einfahren. Wie man sehen kann. Aber mich ärgert, dass ich die Streaks nicht mal erreiche. Ey, ernsthaft! Das Schlimme ist wirklich, du spielst wirklich gegen Lobobs. Das macht auch Spaß, keine Frage. Aber, und jetzt kommt das ganz große Aber. Die spielen zum Teil so merkwürdig und benutzen Laufwege, die hast du in dem Spiel noch nicht gesehen. Die hast du einfach noch nicht gesehen in dem Game. Dann würde ich sagen, machen wir wenigstens den letzten Kill bei dem. Wahrscheinlich Hitmarker. Bei dem Punktestand, wie er jetzt ist, schauen wir mal, wie es am Ende der Runde ist. Machen wir aber einen Trickshot. Oder nicht Trickshot, Schwachsinn. No-Scope oder was. Wenn ich mir den jetzt noch hole und fress den Besen. Also solche Gegner. Oh, die G11. Ich habe ganz vergessen, dass es die noch gibt. Was für eine geile Waffe. Der Sound gleich, Freunde, wenn man damit schießt. Für die Leute, die sie nicht kennen. Oh, die ist so nice.
Okay, M habe ich trotzdem nicht. Alles klar, direkt tot gefressen. Richtige Scheißwaffe. So, ja, also die Lobby ist ein Traum, keine Frage. Dass ich jetzt so doof gestorben bin die ganze Zeit, ärgerlich. Kann man nichts machen. Ach, Mann, ey. Unnötige Tode, die ich hier bekomme. Der spielt mit Taktikeinstieg, oder? Oder wie konnte er da eben so schnell wieder da oben sein? Jo, lauf mal rein. Besser ist so. Ich weiß, dass du da bist. Oder auch nicht. Und ihr wundert euch, warum ich hier die... Oh! Ihr wundert euch, warum ich die ganze Zeit mit der MP5K so aus der Hüfte aim. Das kannst du einfach mit der Waffe super gut machen, Digga. Da war einer, er denkt, ich hätte ihn nicht gesehen. Aber ich habe ihn gesehen. Jupp. Spawnt hier einer. Das war schlecht geaimt von mir. So, und wie ihr seht, der Punktestand neigt, also ist doch nicht so souverän. Zwei Kills noch. Ja gut, doch. Was laber ich, Alter? Hallo. Nein, wir gewinnen die Runde easy. Ich habe jetzt noch nicht aufs Scoreboard geguckt. Ihr wisst ja... Oh nein, was für ein Time-Patch schon wieder! Alles, was unter 10 Tode ist, ist ein gutes Freifahrt. Alles, was drüber ist, ist für mich persönlich kein gutes. Ich spawn und bin down. Ernsthaft! Jetzt kriege ich hier aber auch unnötig Tode gerade reingedrückt, du. Was mich gerade wieder eine Claymore. Gerade gehört. Wo ist er denn jetzt? Wo sind denn jetzt die Gegner? Der, ich sehe einfach keine Gegner gerade. Das ist der Einzige, der hier Hände in der Lobby hat. Ich sehe jetzt aber auch keine Gegner, du. Ja, wenigstens mal einen Kill hier gemacht. So, ein Kill noch und dann holen wir die Sniper raus. Holen wir die Sniper raus. So. Hey, Mann, bleib doch stehen. So, und jetzt? Jetzt gibt's Sniper-Action. Also ich bin absolut schlecht im Snipen. Bisher. Hätte ich wenigstens hier noch einen Tomahawk dabei oder so. Er macht einen Doppelkill, indem er die Granate in der Hand hält. Ernsthaft? Hey, ich verliere die Runde jetzt noch, ne? Ich schwör's euch, ich hätte das nicht sagen dürfen mit der Sniper. Ich kann einfach in dem Spiel nicht snipen. Hey, sein Ernst! Sein Ernst! Fick dich, Alter, scheiß drauf. So, Freunde. Ja. Wesentlich mehr Tode gefressen als erwünscht. 17 Tode, komm, scheiß drauf. Wiederschauen und. Na komm, wir gucken uns hier noch an. Wahrscheinlich ein Quickscope. Wiederschauen und reingehauen.